Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic Review. Wir sind mit Star Wars, einer Allianz auf Zeit. Ja, Autor ist hier Kieron Gillen und Zeichner Marco Cicchetto. Beinhaltet ist hier US Screaming Citadel 1, Star Wars 31 und 32 und Dr. Aphra 7 und 8. Ja, das ist die komplette Story, die hier drin vorhanden ist. Ja, erstmal zu den Zeichnungen im Großen und Ganzen. Finde ich sehr, sehr gut soweit. Eigentlich alles, was hier, sie wechselt ein bisschen manchmal zu praktisch leicht 3D-Version, manchmal mehr 2D-Version. Immer so, ja, ein bisschen Zeichnung in der Wandel. Aber im Großen und Ganzen finde ich es recht gut. Und hier entführt praktisch, also nicht unbedingt entführt, aber Dr. Aphra hier nimmt Luke mit zu einem Planeten, wo sie halt diese Königin treffen wollen, weil sie halt einen, Jedi gefunden hat, der ihn ausbilden könnte. Und das bekommt sie, könnte sie halt von dieser Königin bekommen. Diese Königin hat aber irgendwas im Hinterkopf, was sie tun möchte, was man aber noch nicht herausfindet praktisch, ne? Und denen gilt es halt auf den Grund zu gehen im Großen und Ganzen. Und dann haben wir natürlich auch noch Leia und Han, die nicht wissen, wo Luke ist und denken, dass Aphra ihn einfach entführt hat. Die dann versuchen, ihnen natürlich nachzukommen. Die dann natürlich auch noch in dieses ganze Chaos hineinkommen. Aber sonst im Großen und Ganzen ist die Story nicht wirklich groß. Also ist leider auch wieder so einer der Stories, die so nett für den Moment eben sind, kann man mal gut eben durchlesen, ist recht unterhaltsam so im Großen und Ganzen, aber sie ist ganz schnell wieder danach aus dem Kopf, weil sie nicht wirklich besonders ist und keinen Mehrwert für die Figuren oder für die Story im Großen und Ganzen hat, bedauerlicherweise. Ist leider wieder so ein übliches Comic, wo man einfach eben so Stories reinmacht, die damit man einfach irgendwas zum Lesen hat, irgendwelche kleinen Abenteuer einfach. Und weiß nicht, ich bin dann langsam irgendwie so an einen Punkt angekommen. Ich habe jetzt schon einiges schon von Star Wars gelesen, wo ich mir denke, irgendwie bringt doch lieber weniger Stories raus, aber dafür immer bessere, anstatt irgendwie einen Haufen von Stories, die dann aber die ganze Zeit immer nur so, okay, habe ich jetzt gelesen, okay, habe ich jetzt gelesen, hinweg damit, brauche ich jetzt nicht mehr und so weiter. Das verdippt dann ein bisschen so die Lust, so viel Geld immer für einen Star Wars Comic auszugeben, die dann ja auch immer so im 15-Euro, 20-Euro Bereich manchmal sind, ne? Ist dann halt ein bisschen kritisch, wie ich finde. Trotzdem bekommt das Comic von mir eine nette so 6,5 bis vielleicht sogar schwache 7 von 10, weil es ja doch schon irgendwo irgendwie etwas unterhaltsam ist. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich zu diesem Comic leider zu sagen habe. Wenn ihr das dann vielleicht schon gelesen habt, schreibt einen Kommentar, was ihr davon haltet und was ihr von so Dr. Aphra haltet. Ich muss jetzt auch noch mal gucken, dass ich die Comics von Dr. Aphra lese, weil bis jetzt habe ich sie halt nur in den Darth Vader Comics und jetzt halt bei sowas jetzt zum Beispiel hier gelesen. Und ja, sie ist in meinen Augen ein netter Nebencharakter, aber juckt einen jetzt auch nicht irgendwie im Großen und Ganzen. Also ich finde schon stark, dass sie eine eigene Comic-Reihe bekommen hat, weil so gut fand ich sie bis jetzt noch nicht. Und da bin ich echt gespannt auf ihre eigene Comic-Reihe, die ich dann auch irgendwann mal lesen werde. So, das soweit dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.